liebe Leute, ihr habt wieder eingeschaltet bei den Dschungel-Ossis. Wie immer mit dabei die Nancy. Und natürlich der Christian. Wir grüßen euch. Hallo. Ja, in unserem heutigen Video zeigen wir euch jetzt, wie wir den Platz von unserem neuen Projekt jetzt gesäubert haben. 8 Tage, Leute. Oh ja, aber ja, sag mal, wir haben ja nicht nur hier gearbeitet. Wir haben ja auch noch auf der Area gearbeitet. Aber das seht ihr einen im nächsten Tag. Video. Ein Tag. Du hast schon wieder ich zu viel verraten. Oh Gott. Ja, egal. Wir fangen einfach mal an mit dem heutigen Video und als allererstes zeigen wir euch mal, was wir hier raus... Ja, Projekt Gästehaus. Projekt, du sagst es. Projekt Meine Gästehaus. Güte, das kommt gar nicht zum Punkt, oh, oder? Gott. Projekt Gästehaus, Leute. Wir müssen Geld verdienen. Ja, wir müssen tatsächlich ans Geld verdienen denken. Ne? Ja, wirklich. Aber im nächsten Video werdet ihr auch erfahren, warum das der Fall ist. Also schaut es euch unbedingt an. Richtig. So, und jetzt fangen wir direkt hier unten an, hast du gesagt? Ja. Was ist denn hier unten? Warte, ich zeig mal eben hier. Guckt euch das an. Ja, so viel Holz, was dafür leider draufgehen musste. Aber erwähne es. Wir haben es schon mal erwähnt. Wir haben was gemacht? Wir haben schon 10 Setzlinge vom Mahagoni oder 10 Samen vom Mahagoni gesetzt. Richtig, 10 Stück haben wir schon geschafft jetzt. Um natürlich auch wieder neue Bäume zu pflanzen. Aber wie ihr ja wisst, Mahagoni wird sehr groß, hat einen fetten Durchmesser. Das heißt, da müssen wir erstmal schauen, wo wir die 10 Bäume überhaupt platzieren. Ja, den Platz werden wir finden. Auf jeden Fall wird das unser Grundstück ein bisschen aufwerten. Richtig, definitiv. Ne? Wir müssen ja auch ans Alter denken. Ganz genau. Wir werden bald Rentner. Richtig. Ja, na dann. Können wir eben zeigen, hier haben wir euch ja das letzte Mal schon gezeigt, hier wo der Wilhelm gerade hochflitzt. Das war das. Diesen Bereich auserkoren haben und den werden wir gerbern und da kommt das Gästehaus drauf, ne? Was, ja. Ich habe es jetzt gerade den Faden verloren, also irgendwas wollte ich sagen. Eingangsbereich. Genau, und das haben wir ja jetzt hier gesäubert, bis auf natürlich die größeren Bäume. Und hier kommt genau, das wollte ich eben sagen, hier haben wir gesagt 12 mal 5 haben wir gesagt. Bleibt das dabei? Ich gehe davon aus, dass es dabei bleibt. Weil wir haben nämlich ein super Angebot diesmal bekommen, muss man sagen. Ja, das ist übrigens also das allererste Mal in den fast 3 Jahren, wo wir uns hier in Mexiko befinden, dass wir tatsächlich einen lokalen Preis bekommen haben. Das ist auch nur unserem Mitarbeiter zu verdanken, ne? Der sich da echt für uns eingesetzt hat und es auch nicht mehr einsieht, dass wir ständig versucht werden, übers Ohr zu hauen. Ja, aber wir sind ja immer die Kringos, wir sind die Weißen. So viel Geld bezahlen. Die Mexikaner denken immer, weiße Leute haben immer Geld. Ganz genau, aber dem ist ja nun mal nicht so. Dem ist ja leider nicht so, genau. Auch unser Geld wird irgendwann mal zu Ende sein, weil ihr wisst, Geld geht schnell weg. Sparen dauert lange, aber Geld geht immer schnell weg. Rucki zucki. Ja, und wie gesagt, hier kommt das ja hin. Ja, schaut euch 12 mal 5, hier so nach oben kommt das Haus, da hinten Schlafzimmer davor, kann man schön sitzen und hier vorne ist die Chill-Lounge, sagt man. Und da hinten, wo sich die Palme befindet, gehen wir mal eben hin. Wir haben uns ja überlegt, dass wir so eine Mondscheindusche machen, also im Außenbereich. Und da war hier diese schöne Palme zu sehen und das wollten wir ein bisschen mit intrigieren. Integrieren. Genau, und hier sind auch die Steine so schön und also das, die Toilette und das Waschbecken, das wird unter einem... In einem geschlossenen. Danke, genau, in einem geschlossenen Bereich sein, weil das muss sicher sein. Aber die Dusche haben wir gedacht, setzen wir Tatsache hier rein. Also es ist ein fantastischer Platz, wie dafür geschaffen. Hier haben wir gedacht. Einen Duschbereich. Stell dich mal dahin, wie du jetzt duschen würdest da oben. Also hier würde ich jetzt duschen, ich will noch nicht zu viel verraten, aber... Ungefähr hier würde ich stehen und, ach, das ist ja Wahnsinn. Unglaublich, wenn man hier duschen kann. Ja, ja, das also, haben wir hier auf jeden Fall alles sauber gemacht, ne? Müssen wir noch sagen. Ja. Hier unten, wir müssen ja auch gucken, dass wir hier, ja, wir brauchen ja eine kleine Zisterne. Ne? Ja, ganz genau. Irgendwo muss ja auch das Keckerchen hin, das kommt da unten hin. Und wie gesagt, da wo jetzt der Wilhelm da oben steht, da würde das Schlafzimmer sein. Hier davor dann diese Sitzlounge und vorne die Chillung. Genau. So, das ist dieser Bereich. Ja, es ist einfach hervorragend. Das hat jetzt eine Tatsache, 4 Tage oder 5 Tage haben wir dafür gebraucht, um das hier zu säubern. Also das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt sowas mit Bäume fällen gemacht haben. Ne? Ja. Und wo die da waren, die Leute, ne? Christian, müssen wir auch noch erzählen. Die waren ja hier und wir haben ja gesagt, dass wir, wenn wir hier was bauen, dass das Material von uns kommt. Außer was man natürlich jetzt für Zement oder so bräuchte. Aber so Holzsteine wollten wir von unserem Grundstück haben. Und dann sind wir hier durchgelaufen
Wir haben mal geguckt, ob wir das Holz auch dafür haben. Haben wir. Wir setzen auch immer wieder neue Bäume. So richtig. Ist es nicht. Ne? Und sind wir durchgelaufen und da war so ein schöner Baum. Oh, der eine, ist wohl richtig alt. Und eine da, Sapote ist das. Nennt sich Sapote und soll wohl auf jeden Fall über 100 Jahre alt sein. Und der Bekannte sagte, dass das wohl 300 Jahre oder so alt sein könnte, der, dieser Baum. Nee, 100, um die 100 hat Welcher er gesagt. War denn da 300? 300? Das war doch dieser dicke Baum, oder war nicht? War das 300 Jahre? Hat ich glaube, der dann Kollege war es 300 Jahre, da muss ich mich vielleicht revidieren, kann ja, sein. Weil der so langsam wächst und so. Ja. Und der hatte drei so Dinge und der eine dicke, der nach oben ging, der soll wohl 300 Jahre alt sein. Ja, also sehr, sehr wertvoll. Und teures, auch. Richtig, ja, richtig, richtig teuer. Und sowas richtig. Wächst bei uns, muy bien. Und wir können auch alles Holz für diese Cabana hier jetzt, Palapa, von unserem Grundstück benutzen. Außer die Palmenblätter fürs Dach, die werden wir nicht von unserem Land nehmen, weil wir benötigen ca. um die 4000 Palmenblätter. Und die werden wir außerhalb kaufen, aus den Dörfern. Und ja, so viele Palmen wollen wir hier nicht niedermetzeln, richtig. Dass wir 4000 Palmenblätter haben, weil dann haben wir nämlich keine Palme mehr. Glaube ich zumindest. Ja, hier stehen zwar welche, aber die kriegen ja, die nicht. Es, aber kommt die immer, es gibt ja große und kleine. Ja, ne? Genau. Also wir brauchen die großen. Ganz genau, so was wie hier, wie ihr hier seht. Solche Blätter benötigen wir im Prinzip da. Wo es noch die kleinen sind, glaube ich. Nee, das sind schon große. Ich würde sagen, das sind schon echt große. Das ist die Palme. Hier kommt die Dusche hin, Leute. Das haben wir alles gejerbert. Ein fantastischer Platz ist 8 Tage ist vergangen und wie gesagt, wir haben hinten noch einen Tag gejerbert. Und hier war es ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, hier waren Bäume dabei, viel Strauchzeug. Ja. Hier sind viele Steine. Ne? Wir müssen hier noch ein bisschen auffüllen. Also da bist du genau beim richtigen also, Thema. Liebe Leute, das wird noch der schwierigste Teil für uns werden. Die Fläche aufzufüllen. Ja, das wird sehr, sehr harte Arbeit. Da wir, wie gesagt, das ja alles hier ranfahren müssen von der Materialbank und ja, das wird auf jeden Fall uns nochmal richtig beanspruchen. Das muss man sagen, ganz klare Sache. Aber so ist der Platz schon schön ja, hier ist eigentlich. Hervorragend. Kann man ins Schlafzimmer gehen, hier hoch. Muss natürlich auch mal ein bisschen verbrennen, ist ja klar. Hier wäre jetzt das Schlafzimmer. Oh, hier wäre ich jetzt. Ja. Alles grün. Also und was, ruhig. Was für ein Ausblick das nachher sein wird, ja. Da ist dann die Dusche, die offene Dusche. Also es ist auf jeden Fall was ganz Aufregendes, wer das wirklich mal erleben möchte, nachts im Dschungel zu übernachten. Ne? Liebe Leute, ihr könnt euch über unsere E-Mail-Adresse gerne bei uns melden. Ne? Unten in der Beschreibung steht sie immer wieder mit drin. Ne? Richtig. Also das wird wirklich traumhaft. Was planst du denn überhaupt? Oh, guck mal, jetzt bin ich durch das Feuer gelaufen. Wie, was planen wir? Pass mal auf hier, warte mal. Ja, wann das fertig sein wird. Fertig sein wird, dass also, die Leute ja auch wissen, okay, also ich warte würde mal, Entschuldigung, ich würde Leute, mal sagen, dass wir, durchs wenn Feuer. Alles gut geht, dass es im Februar, oh, ja, also im Februar nächsten Jahres. Sagen wir mal lieber, deine Mama kommt ja noch im März. Richtig, deswegen sollte es vielleicht sogar schon fertig sein. Sollte es vielleicht schon, dass die Mama vielleicht schon die erste Nacht hier schläft. Schlafen. Oh Gott, das wird aufregend für die Mama. Ja. Mitten im Dschungel und da fast freiem Himmel. Dann würde ich doch lieber erst sagen, dass das dann Ende März oder so mietbar wäre. Oder ab Ende März, genau. 2024. April, würde ich dann eher April, sagen. April, ja. 2024. Sind wir schon ein bisschen wieder einen Monat nach hinten. Ist korrekt. Ne? Also, wir können ja auch nichts überstürzen. Ja? Wir haben so Regenzeit, wir wissen nicht, wie die Leute arbeiten können. Das muss man dazu sagen. Auf jeden Fall werden wir euch immer wieder hier was von berichten, was hier getan wird. Genau. Oder? Richtig. Was hier jeden Tag, also wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal auf unseren Maurer warten. Der hat jetzt noch einen Monat Arbeit in Valladolid, genau. Okay. Und dann kommt er hierher, weil wir den brauchen für die Palapa, dass die Pfosten, diese tragenden Pfosten, müssen einzementiert werden. Richtig. Und ganz das genau. Macht ein Maurer. Das ganz macht genau. Nicht der Palapero. Palapero. Das macht er nicht, da muss der Maurer dabei sein. So, und da können wir vielleicht mal wieder was aufnehmen. Dann können wir euch immer Stück für Stück hier was zeigen. Und die Palapa soll angeblich auch in 2 Wochen fertig sein. Angeblich, aber da ist nur die Palapa fertig. Nur die Palapa, genau. Also das Gestell mit dem Dach. Mit dem Dach. Mit dem Palmdach. Also da ist noch kein Fundament gemacht, alles. Ja, also das kann alles. Aber das soll schon in 2 Wochen dann fertig sein. Richtig, das soll nicht länger dauern. Richtig. Und die müssen das ganze Holz noch aus dem Dschungel rausholen. Ja, zu 5 machen die das. Zu 5. 5 Leute kommen da und machen das. Und hier gibt es kein Pferd oder kein Ochsen, der die Stämme da rauszieht. Also das machen die Jungs alles selber. So wie wir hier, alles mit der Hand, alles schön.
Ohne Maschine, ja, außer ja. Die Kettensäge halten, ne, für die Bäume. Gracias dafür. Und wir pflanzen weiterhin immer Bäume. Richtig. Ne, wir müssen halt gucken, auch wegen der schwarzen Erde ist nicht so einfach. Ja, das kannst du erzählen, Goldi. Ja, schwarze Erde ist nicht, kann man hier nicht kaufen. Nein, gibt es hier nicht. Also wir müssen wirklich von hier, und die Erde ist sehr bewurzelt und viele Steine drin. Also da muss man wirklich richtig sieben. Du kannst hier nicht mit der Schippe richtig rein. Nix. Das ist... Ja. Sehr schwer. Traurig, ja, schade. Weil die rote Erde ist ja so eisenhaltig und da wächst nicht alles so gut und auch sehr lehmig. Und das ist genau. So eine Sache, ne? Das ist so ein kleines Problem. Ja. Für alles, was unter der Erde wächst und knollt. Wir müssen Erde selber machen. Ja, das müssen wir noch machen. Wir brauchen Scheiße. Was brauchen wir denn dafür zum Erde selber machen? Wir brauchen Kickerchen von Pferden oder Kühen. Kühen. Was brauchen wir da noch? Ein bisschen... Laub. Ich glaube hier so... Asche. Asche? Ein bisschen vielleicht. Normal, also Erde, was wir schon haben. Richtig. Alles vermischen. Manche nehmen noch EM, glaube ich, dazu. Ja. Das wollen wir natürlich erstmal nicht. Müssen wir ja kaufen. Ganz genau. Tüte drüber, glaube ich, zum Folie. Abdecken, dass es so ein bisschen schwitzt. Und dann ein Jahr oder zwei Jahre, dann hat man, glaube ich, Erde. Oder man macht sich einen Kompost. Den ganzen Kompost, wie hier Zwiebelreste vom Knoblauch, die Schalen und so ein Quatsch da alles rein. Aber das muss dann wirklich Blätter, weiter weg sein. Und das muss ja dann auch, ja, weil das ist gefährlich, zieht ja wieder Tiere an. Ne? Aber da, genau. an dem Komposthaufen könnten wir eigentlich Melonen oder Kürbisse pflanzen. Kenne ich von zu Hause, haben wir immer gemacht. Ist super gewachsen. Aber da habt ihr auch die Insekten nicht. Aber andere Tiere hatten wir da, glaube ich. Naja, gut. Weiß ich nicht, Mäuse. Ey, Baby, ich würde sagen, wir beenden es reicht, das für heute. Ja. Na, wir wollten, ihr habt es gesehen, wir waren zeigen. Richtig fleißig. Ja. Hasebärchen, komm her. Komm her, mein Sonnenschein. Ja. Wir sagen einfach bis bald. Die Dschungel-Ossis grüßen euch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sagen hasta luego. Ja, und im nächsten Video wollten wir noch sagen, seht ihr unsere Area. Und da berichten wir über die Selbstversorgung. Unser Fazit in ein Jahr 13 Monaten. Und 13 Monaten, genau. So. Alles klar, liebe Leute. Bis dahin, liebe Leute. Tschüss. Tschüss.